Meine Lieben, es ist Zeit für das Biberparadies. Hello there. So, herzlich willkommen im Biberkrater. Da, wo die Sonne niemals hinscheint. Der Bau der Liebe. Mal schauen. So, wo sind wir denn eigentlich gerade? 3,2 Tage. Dürre ist aktuell am Durchrumpeln. Ich würde sagen, das schaut doch eigentlich aus, als hätten wir schon gewonnen. Wir sind auch schon auf Durchzug. Das ist sehr angenehm. Ich bin guter Dinge. Sehr guter Dinge. Wie schaut's hier aus? 2/3 runtergepumpt. Das ist sehr gut. Wie schaut's hier aus? Das wird auch. Wie schaut's denn mit Sprengstoff aus? 84 Sprengstoff sind im System. Ja, geil. Und wir haben immer noch einen massiven Biberschwund. Oh, okay. Wir haben aber schon aufgestockt, ne? Ja, Zuchtbehälter laufen, Bibers sind unterwegs. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt demnächst mehr Biber haben, die hier dann die Jobs übernehmen, weil hier ist überall in unserer neuen Verarbeitung noch nichts passiert. Und wir müssen mal ganz kurz den Raps wegbekommen. Wie viel Raps speichere ich eigentlich? 1700 mal Raps werden eingelagert. Das ist überwiegend hier wahrscheinlich. 1200 allein schon. Wir erhöhen nochmal, wir bauen noch ein weiteres Rapslager auf. Das ist ein großes Lagerhaus. Nochmal ein weiteres Rapslager. Das sollte machbar sein für unsere Bibers. So. Was braucht denn das eigentlich? Rohholz und Bretter. Bretter haben wir noch ohne Ende, okay. Sollten unsere Baubiber eigentlich hinbekommen. Haben wir irgendwo gerade mega harte Großbaustellen noch offen? Alter, wie der Sprengstoff hier, ne? Krass. Ja, die Großbaustellen sind der Sprengstoffbereich, ja. Ja. Entschuldigung. Ich würde sagen, da oben fehlt noch einer. Ich würde sagen, wir sind hier bereit für den nächsten Sprengabschnitt, ha? Liebe Bibers, ich würde sagen, bereit machen zur Sprengung. In wenigen Sekunden. Weil wir müssen noch warten, bis der letzte hier hinten hingelegt wird. Aber macht euch schon mal bereit. Ich spreng hier schon mal einen weg. Na, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Hier auch. Und hier machen wir dann auch gleich einen hin. Und hier können wir auch eigentlich schon mal lossprengen. Sehr gut. Hier ist auch noch einer. Wo läuft er hin? Da rüber. Ja, die bauen hier noch den ganzen Sprengkörper auf. So, in 1,8 Tagen kommt frisches Wasser rein. Jetzt klappt's. Oh, Skoloja. Das ist mega gut, Skoloja. Das ist mega gut. Schön, dass es jetzt funktioniert. Die Biber-Gewerkschaft hat ein wachsames Auge. Die Argus-Augen. Okay, sind wir hier ready? Nee, noch nicht. Hier fehlt noch einiges. Dann können wir den Bereich hier ready sprengen und dann wird das schon besser. Ist hier fertig? Nee, immer noch nicht. Sag mal, warum brauchen die denn so lange, um hier ein Ding hinzulegen? Noch genug. Ist hier schon angefangen worden? Auch nicht. Irgendwo sind unsere Biber gerade noch hart beschäftigt. Ich habe keine Megabaustellen gerade, oder?
Ha. Hier oben ist fertig. Hier haben wir noch nicht angefangen. Hier ist alles gut. Unsere metallverarbeitenden Dinger hier, sie sind voll am Laufen. Wie ist unser Strom eigentlich aktuell? Das Netzwerk schaut gut aus. Das ist okay. Jetzt sind wir ready. Okay, Leute, bereit machen zur Sprengung. Let's go. Schön. Gute Sache, meine Lieben. Sehr gute Sache. Dann erweitern wir hier mal den Sprengstoff. Sprengbereich erweitern. Gut, ist auch erreichbar. Sehr gut, dann können wir den letzten Meter dann auch hier wegsprengen. Den hier auch. So. Bin guter Dinge. Ey, Speldi. Na? Was macht die Kunst, Speldi? So, haben wir hier noch irgendwo was? Ich schau mal ganz kurz, machen wir das Wasser mal durchsichtiger. Hier sind wir eigentlich ziemlich weggesprengt schon. Das ist sehr anständig. Hier haben wir jetzt ein schönes, dickeres Becken. Auch hier könnten wir nochmal eine Kleinigkeit machen. Und zwar, jetzt beginnt der große Moment, Leute, wo dieser Zwerg ins Wasser springt. Und zwar, wir fangen an mit der ersten Umgehung, die erste Umgehung hier zu bauen. Machen das mal so. Das wird dann alles noch abgerissen und so, keine Sorge. Das soll jetzt einfach nur ermöglichen, dass die hier leichteren Zugang haben, weil wir jetzt den Bereich hier, also diese komplette Seitenlinie wegsprengen. Die kommen, die müssen jetzt halt hier fett außen rumlaufen, wenn es drauf ankommt. Was wir auch machen könntet denn. Ist es hier einen Weg reinzubauen. Das sind jetzt Umgehungswege, die wir eigentlich dann wieder abreißen werden, ne? Nitram, ich hab's vorhin erzählt, ich habe versucht, Schleusen einzuführen, ja? Aber das crasht den Game-Stand. Die sind leider veraltet und mit der aktuellen Version von Timberborn nicht kompatibel. Nicht funktionell. Leider nicht. Ich hab's probiert, die reinzupacken, aber mir ist dann immer der Spielstand abgeschmiert. Tut mir very fett sorry. Gut. Okay. So. Hier wird auch noch ordentlich Sprenggut eingelegt. Kommen die da? Warte mal, kommen die da hin? Die kommen da nicht mehr hin, ne? Oh, no. Die Strecke müssen wir zuerst wieder neu bauen. Sonst kommen die von hier rüben, kommen die nicht bis dahin. Das ist zu weit weg, deswegen bauen die das nicht. Ich hoffe, dass die per Patch auch größere Schleusen mal einführen als die Dreifachschleuse, die jetzt aktuell da ist. Das ist ein bisschen dämlich. Oder, ich meine, ich habe ja auch schon die Überlegung gehabt, ob wenn ich einfach hier oben mehr Platz raussprenge, damit einfach mehr Wasser drin ist. Also mir hier auf eine Dreierebene runtersprengen. Die Dreierebene bedeutet hier ungefähr das da. Also, dass wir hier wirklich schön nochmal ein bisschen den oberen Bereich hier leer sprengen. Müssen wir mal gucken. Zehnfachschleusen, ja, sowas in die Richtung halt. Also mehr auf jeden Fall, Skagi. Mehr. Mehr ist besser. So, hier sind schon welche. Hier wird ordentlich losgebiebert. So, jetzt sind die nämlich auch erreichbar. Jetzt können da auch mal die ganzen Sprengstoffe reingelagert werden. Schaut's hier aus.
Okay, wir müssen aber jetzt mal ganz kurz die Bibers machen lassen. Wasser kommt hier vorne rein, schießt hier in die Vorschleuse. Die Vorschleusen sind alle auf Standby, das passt. Wasser kommt, Wassermarsch. So, jetzt muss ich erstmal dieses kleine Becken hier auffüllen. Hier ist auch schon ziemlich runter alles, ne? Also auch die Mangroven sind auf dem letzten Tropfen hier unterwegs. Okay, die Dreifachschleuse, die wir hier gebaut haben, also die Drei-Stufenschleuse eigentlich eher, die geht jetzt gleich in den Überlaufmodus. Am Wald unter der Mine ist auch Sprengstoff. Muss ich gleich mal schauen. Ja, jetzt geht's gleich in den Überlauf. Männer, die auf Kaskaden starren. Ein sehr guter Film. Aha. Das war doch einer mit Clooney. So, hier füllt sich mal wieder unser Becken. Ja, das ist gut, das ist wichtig. Hier haben wir auch schon die erste Strömung drin. Unsere Wasserräder werden angetrieben. Sehr gut. Hier ist auch schon was passiert. Da können wir gleich weiter runtersprengen. Da fehlen nur noch die letzten Meter. Und das dauert hier eine ganze Ecke, bis hier Wasser reinsprudelt. Ja, weil das dauert hier ein bisschen allein, bis sich das auffüllt. Das setzt einen kleinen Druck voraus, der hier kommt. Der ist noch nicht mal aufgebaut. Jetzt schwappt ab und zu mal was rein, aber schwappt nicht über. Wir sind fertig, dann Sprengung, bereit machen zur Sprengung! Meine sehr verehrten Ladies and Gentle-Zwerge, wir sind auf Bodenniveau angekommen. Die Frage ist, und das ist keine Frage, das ist natürlich eine Tatsache, wir sprengen hier noch eins tiefer. Es wird jedoch tiefer gesprengt, noch eine Stufe. In diesem Becken hätte ich gerne maximale zwergtastische Geschwindigkeit. Wir sprengen hier noch eine Stufe tiefer, weil dann wird das Wasser, was hier dann noch drin ist, wird dann hier runter laufen und dann da reinfließen. Vielleicht machen wir auch den gesamten Beckenbereich tiefer, muss man mal gucken. So, hier läuft die Sache langsam voll. Wir müssen natürlich auch dran denken, die nächste Dürre kommt bestimmt und unsere Systeme sind alle komplett geleert, ne? Also wir waren jetzt ziemlich runter. Und es muss sich jetzt alles erstmal ein bisschen rückstauen. Auch hier hinten staut sich es bereits zurück. Ja, das heißt, hier kommen, es dauert jetzt eine ganze Weile, hier ist ganz starke Strömung nach rechts rüber. Das liegt daran, dass dieses Teil hier, dieses Becken, was wir hier haben, sehr, sehr groß ist. Und natürlich eine ganze Weile braucht, bis es voll ist, um dann eine Stromrichtung zu ändern. Es wird jetzt schon langsamer, die Masse schwebt schon hier rüber. Und füllt auch diesen Bereich mittlerweile gut auf. Und hier kommt schon Wasser raus, sehr gut. Das heißt, hier füllt sich es auch langsam. Und hier ist auch schon Wasser reingelaufen, sehr angenehm. Das dauert natürlich jetzt viel länger, weil das alles eine Ebene tiefer ist. Wie viel Höhe haben wir denn hier jetzt? Das sind 2, 3, 4... Warte mal, das sind 2 Blöcke, oder? Wir können das ja auch einfach mal hier messen. Ne, können wir nicht. Das ist natürlich Unsinn. Das müsste jetzt eigentlich eine 2er Tiefe sein und das auch. Das heißt, jetzt sind wir auf einer 4er Tiefe. Ja, ja, die Pumpen müssen einzeln nacheinander dann raus und, dann mit einem Zugang versehen werden, damit wir dann Sprengstoff ebenenweise da drauf packen können. Ja.
Madmalini, auch dir einen wunderhübschen guten Abend. Ja, hier kommen sie auch nicht hin. Das ist natürlich saublöd, ne? Das ist eine Zweier-Tiefe. Gut. Wichtig ist natürlich immer bei uns, dass jetzt hier langsam alles vollläuft. Und das tut's auch. Ne? Also die Pumpen arbeiten jetzt hier schon mal wieder. Jetzt kommt von beiden Seiten schon leichter Druck hier rein. Gleich laufen hier unsere Duschen auch wieder an. Jetzt fängt die erste Dusche gleich an. Da werden unsere Bibers nämlich sofort hinrennen. Weil unsere Biber lieben das Biberduschen. Pass auf. Ist natürlich jetzt noch mitten am Arbeitstag, aber gleich ist Feierabend. Und dann wird erstmal gemeinsam geduscht. Das wird wunderschön. Das wird wunderschön. Na, guck dir das an. Da, hier. Hier, da kommt das Wasser gesprudelt. Unsere Biber lieben das. Und gehen danach noch ins Schwimmbad. Erst duschen, dann ins Schwimmbad, dann wieder duschen. Ihr wisst, wie es ist. So, Wasser kommt mittlerweile hier aus vollen Rohren raus. Wie bei der Bundeswehr. So, das muss natürlich jetzt erstmal diesen kleineren Teil hier vollfüllen. Wir haben hier auf 1,5 den Durchlauf aktiviert. Wir haben natürlich die Hoffnung, also unser Wasser ist auf 13.000 runter von 23.000. Wir haben 10.000 Wasser nicht in den Tanks drin, das ist natürlich schlecht. Wird, denke ich, jetzt besser, aber ist natürlich jetzt erstmal eine Frage. Hier läuft Wasser bereits über die Ufer, aber das kann noch eine Strömungsfrage sein. Hier hinten ist aber auch schon ziemlich voll. Das läuft gleich über. Okay, alles klar. Dann haben wir schon mal sehr schnell hier wieder eine ganze Ecke aufgefüllt. Wir sind aber immer noch hier zwei Drittel leer und das muss jetzt bis zur nächsten Dürrephase. Bis zur nächsten Dürrephase werden wir da erstmal ein bisschen abwarten müssen. Ob wir das Ding überhaupt voll bekommen. Ja. Marlini, bis gleich. Hau rein. Lass dir dein Essen gut schmecken. So, was haben wir hier jetzt? Sind wir ready? Noch nicht ganz. Hier fehlen noch Teile. Da kann aber überall hingelegt werden. Gar kein Problem. Okay. So. Hier den einen springe ich noch weg. Hier kann jetzt auch hingelegt werden. Da sind die ganz freundschaftlich unterwegs. Den machen wir. Die Treppe machen wir auf Top-Prio, damit die da hinkommen. Die Treppe auch auf Top-Prio, damit die da hinkommen. Na, ist ja wichtig. Hier wird es mittlerweile gut aufgefüllt. Wir nähern uns halb Vollbereich, das ist wichtig. Wie gesagt, auch hier müssten wir wegsprengen. Auch hier müssten wir runterspringen. Also wir haben noch ganz, ganz viel hier zu tun. Im großen Becken haben wir noch echt viel zu tun, damit wir kein Wasser mehr verlieren. Aber wir machen jetzt erstmal die Hinterbecken ready to go und dann schauen wir weiter. So, dann müsste das jetzt hier ready sein. Da kommen die überall hin. Springen wir das noch tiefer. Hier der vordere Bereich ist noch Katastrophe. Da sind überall Wege drin. Auch die müssen wir natürlich rausmachen. Jetzt in 3 Tagen kommt bereits die nächste Dürre an. Okay. So, 2,9 Tage. Ob wir den großen Wasserspeicher vollbekommen, das ist die Kernfrage unserer ganzen Aktion. Da fehlen noch ungefähr 1¼ ganze Blöcke. Da kommt aber sehr, sehr viel Wasser durch. Also es kann sein, dass das funktioniert. Es muss aber nicht. Ich drehe trotzdem mal auf komplett zu. Sicher ist sicher, damit wir so viel Wasser rückhalten, wie irgend geht.
Wer weiß, was da für eine Dürre kommt. So. Hier sind wir ready. Hier sind wir ready. Die Treppen sind alle da. Hier oben kommen die immer noch nicht hin. Obwohl hier der Weg ist. Dann müssen wir es hier oben anders bauen. Dann muss hier auch noch eine Treppe rein. Und dann kommen die da schon hin. Wie gesagt, den ganzen Bereich sprengen wir auch nach hinten weg, ne? Also das wird so auch anders sein. Marco, das schauen wir gleich an. Und zwar, wir haben ja noch einen zweiten Wasserlauf hier. Wo ist denn der? Jetzt, ich war im falschen Menü. Okay. Hier drüben ist das doch, oder? Ja, hier. Der Wasserlauf läuft aktuell hier links weg. Wir könnten den natürlich mit relativ wenig Aufwand in einer Rinne hier in den Haupttank noch zusätzlich reinlaufen lassen als Prio-Speichergeschichte. Dazu müssten wir hier hinten runter. Wir haben allerdings schon einen Weg hierher, also sollte das jetzt tatsächlich keine Problematik darstellen, den zweiten Wasserlauf einfach noch zu ändern. Und zwar, ich würde sagen, hier ungefähr. Wir bauen jetzt erstmal eine kleine Behelfsgeschichte hierher, um dahinter dann das Ding zu bauen. So, das wird unsere Vormauer und danach gehen wir auf die Hauptmauer. Weil ich möchte nämlich Folgendes machen, und zwar, wir müssen hier ein bisschen vorplanen, wenn wir das zurückstauen, dass das aus beiden Rinnen hier rumläuft, dann müssen wir gucken, wo geht das denn hin. Und ich will hier eine Strömungsgeschichte bauen, und zwar, es könnte sein, dass es hier oben drüber läuft, da will ich es nicht haben, aber das muss gar nicht sein, das müssen wir jetzt dann schauen. Und zwar hätte ich gerne einen Deich hier. Und jetzt ändern wir komplett die Flussrichtung. Das ist zu hoch. Das muss nicht so hoch. So muss das gerade mal sein, damit wir das da reinbekommen. Das heißt, wir brauchen hier einen Sprengstoff. Hier. Eine Dreierbreite oder machen wir eine Viererbreite? Das könnte besser sein, eine Viererbreite. Sprengen wir hier komplett durch. Die kommen da sogar hin. Da natürlich nicht.
Das wird die Breite, mit der wir arbeiten werden. Nee, doch, wir müssten hier dann den Unterbau wegreißen. Ich weiß nicht, wie das die Stabilität damit macht. Das kann sein, dass das ganze System oben runtergebaut werden muss. Weil wir müssten dann hier einen Zulauf bauen. Den könnten wir aber auch eins höher reinbauen. Also wir könnten auch eine Ebene höher bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Dann müssen wir hier aber auch eins höher. Dann brauchen wir diese Sprengaktion hier nicht. Das macht den Aufwand ein bisschen kleiner, wenn wir hier eins höher müssen. Hier muss der Berg weg, ne? Aber das kann ja mal passieren. Wir lassen das hier durchstauen. Hier bauen wir dann zu. Das müsste eigentlich gut gehen. Dann kommen wir hier um eins höher rein. Das bauen wir dann hier auch noch anders. Der hintere Damm, den bauen wir dann im Prinzip zu, sobald der vordere Bereich ready ist. Dass wir dann nur noch da hinten ein bisschen was machen müssen. Was länger dauert, ist die lange Rinne zu bauen. Dass wir da auch wieder Wasser reinkriegen. Und da müssen wir auch ein bisschen umbauen, hier gerade auch. Das können wir auch jetzt gleich schon in Angriff nehmen. Aber das kostet mehr Zeit tatsächlich, das zu bauen. Was relativ lang ist. So, ungefähr bis hier. Dann gehen wir hier oben drüber. Wobei, da müssen wir mal schauen, ob wir das sprengen. Aber ich will den Weg hier nicht wegtrennen. Wir machen das mal vorläufig jetzt schon. Dann brauchen wir hier nicht gar nicht mal so viel wegnehmen. So. So. Genau, und das warten wir jetzt einfach mal hier im Prinzip ein bisschen ab. Da könnten wir dann auch Folgendes machen. Das miteinander verbinden, weil why not? Das nach hinten verbinden. Oh yeah. Anders. Wir sprengen uns hier durch. Ja, da läuft zu 99% weg. Das könnte natürlich nochmal eine andere Hausnummer werden. Wie viel... Oh, Leute, wir sind schon im Überwasser.